Ja, guten Morgen, liebe Zuschauer, zum DAX-Check. Ich habe hier ein bisschen Probleme mit der Bildschirmdarstellung. Ich sehe ein Standbild, aber ich trage einfach mal den DAX-Check so vor, als würde ich das Bild sehen. Wir sind im Moment im Bereich von 14.550 vorbörslich und damit auf dem Stand, auf dem Xetra-Schlussstand vom Vortag. Und am Vortag hatten wir aufgrund der Autobauerentwicklungen, Volkswagen ja in aller Munde, BMW auch sehr stark im Plus, ein Plus von 100 Punkten gesehen. Und wie Sie wissen, heute Abend um 19 Uhr gibt es die neueste FED-Entscheidung. Und das heißt, dass wir wahrscheinlich im Vorfeld etwas abwartend agieren werden. Der DAX weiterhin in dieser Handelsrange, die wir in den letzten ja, Tagen aufgebaut haben, bleiben wird. Auf der Unterseite haben wir einen Unterstützungsbereich zwischen 14.450 und 14.000 Zählern und nach oben hin natürlich das Allzeithoch bei 14.601. Wir schauen aufs Produkt, das ist immer noch der Inline-Optionsschein von der Société Générale mit der SB6HZL. Der steht aktuell im Geldkurs bei 6,47, also noch leicht im Minus. Aber ja, solange sich der DAX natürlich in dieser Range bewegt, ist alles gut. Nach oben hin darf er natürlich nicht die 15.000-Punkte-Marke tangieren. Dann würde der Schein wertlos ausgestoppt werden. Aber soweit wollen wir das natürlich nicht kommen lassen. Wir haben jetzt die ersten Kurse auch vom DAX. Wir stehen jetzt bei 14.568 Punkten, was auch wieder an den Autobauern liegt. Ich sehe, dass Volkswagen Vorzüge schon wieder 2,6% zulegen auf 213,70 €. Also sensationelle Entwicklungen in der letzten Zeit. Und BMW auch schon wieder 2% im Plus. Also das sind die Zugpferde im DAX. Und deswegen auch hier der DAX jetzt bei 14.470 und ganz leicht im Plus. Ja, das war's von meiner Seite schon wieder. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Bleiben Sie gesund und bis morgen. Ciao.